mit der Höhenangst sein. Es geht darum, diese Balance zum Platzen zu bringen. Die Grünen bringen einen Punkt, die blauen Ballons bringen drei Punkte und die rosa Ballons, weil sie am kleinsten sind, fünf Punkte. Die Gladiatoren werden in einer Höhe von 60 Metern sich in Richtung Ballons stürzen. Es ist ein freier Fall von 40 Metern, bei dem sie versuchen, mit dem Fuß am Ende die Ballons zum Platzen zu bringen. Wie hoch ist der Freifall? Circa 40 Meter. Für wen werden sich die jeweiligen Teams entscheiden? Wir nehmen Pedro. Wir nehmen Pedro. Der macht das nicht. Der lernt auch noch einen Punkt. Also, wir nehmen definitiv einen Pedro. Aber warum nicht Mario? Er hat ein Bein. Nein. I don't mean it like that. Werden sich die Teams für denjenigen entscheiden, der mit der Höhenangst zu kämpfen hat? Sie werden auf jeden Fall Pedro nehmen. Wüsste ich jetzt nicht, aber die Wahrscheinlichkeit ist exorbitant hoch. 99,9 würde ich fast tippen. Total. Denke auch. Ich würde Pedro nicht nehmen, aber in der Hoffnung, dass sie mich auch nicht nehmen. Aber meinst du, den nehmen mich? Ja, natürlich nehmen sie dir. Ich glaube, Raoul ist mental auf jeden Fall schon am Start. Der weiß schon, dass er, egal was hier kommen wird, und das könnte 2000 Meter hoch sein, der wird es machen. Ich habe gerade ganz andere Sorgen. Ja, kümmern wir uns erstmal hier. Da kümmern wir uns eins nach dem anderen. Eines haben die letzten Wochen gezeigt. Jedro und Raoul sind die beiden, die mit der Höhenangst am meisten zu kämpfen haben. Es war scheiß hoch wieder, aber... Du schaffst das, Babe. You can do it. Das ist auch egal, da bist du halt ohnmächtig. Du musst halt nur versuchen, die Beine irgendwie breit auszustrecken. Wir lassen dich einfach viermal hoch und runter fallen. Du musst nur Luftballons treffen. Ist okay. Warum sollten sie dich nehmen? Warum sollten sie dich nehmen? Sie wissen ganz genau, dass ich damit ein Problem habe. Also nehmen sie mich, dann müssen wir dementsprechend auch Pedro nehmen. Ja, Pedro dann unbedingt. Dann ist es nur fair. Wenn die jetzt hören, dass wir Raoul genommen haben, dann sagen die, okay, dann nehmen wir Pedro. Punkt. Team Rot entscheidet sich für Pedro als Zerstörer. Ja. Er kann der große Held werden oder der ganz große Verlierer. Also von daher, the pressure is on Raoul. Raoul wirkt tatsächlich entschlossen. Wobei wir das auch aus Woche 1 kennen. Bei Spider-Man Bull zog er auch schon die Sicherheitsgurte an und sagte am Ende nein. Mit diesen Spikes versucht Raoul später, die Balance zum Platzen zu bringen. Also wir glauben an dich. Total. Ja. Heute Abend feiern wir deinen Geburtstag nochmal. Wenn ich dann noch. Ich bin mal gespannt. Ein Sprung, zwei Sprung, mal gucken, ob ich vier schaffe. Aber ich werde mein Bestes geben. Ja? Ja. Alles okay. Kein Problem. Team Rot. Okay, Schatz. Ciao. Jedes Team hat also vier Sprünge, um möglichst viele Ballons zum Platzen zu bringen. Und jetzt geht's rauf. Rauf auf 60 Meter Höhe. Augen zumachen geht nicht. Du musst die Balance anvisieren. Eigentlich reicht es schon an Höhe, ehrlich gesagt. Ach du Scheiße. Aber die Höhe reicht. Okay, jetzt muss ich mich konzentrieren. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Das ist der größte Bullshit, den ich jemals gemacht habe. Lilly und Ulf werden Raoul jetzt in eine Richtung navigieren. Okay, also wir peilen den ersten Blauen an, ja? Ja! Dann müssen wir noch ein bisschen ziehen. Raoul entscheidet sich für die goldene Mitte. Der blaue Ballon würde drei Punkte bringen. Und sie können nicht korrigieren. Sie können ihn nur in eine Richtung ziehen. Das ist Arbeit. Come on, Uf. Wenn sie einmal über das Ziel hinausgehen, müssen sie sich für den nächsten Ballon entscheiden. Stopp! 60 Meter. 40 Meter freier Fall. Geh noch ein bisschen. Und Raoul macht das klasse. Er besiegt hier tatsächlich seine Höhenangst. Okay, stopp! Was meinst du, ja? Ich glaube, es sieht ganz gut aus. Mach leider. Das dann! Mach! Nur mache! Raoul muss jetzt das Kommando geben. Und dann geht's los. Ab in den freien Fall.
Gott! Diesen blauen Ballon will er erwischen. 3, 2, 1, go! Und jetzt geht's runter. Und jetzt muss er diesen blauen Ballon treffen. Er trifft ihn mit der Hand, weil er das Bein zu früh streckt. Kein gutes Timing von Raoul. Das ist so leicht gesagt, ich weiß. Unheimlich schwer aus dem freien Fall heraus. Fuck! Und jetzt nochmal. Das Bein ist schon gestreckt und deshalb kommt er nicht so richtig ran. Fuck! Tut mir leid! Ah, macht nichts! Ja, it's okay. So, für den ersten Sprung gibt's also 0 Punkte. Der blaue Ballon lebt noch. Nächster Versuch. Ich meine, dass ich einen Schrei und dann einen dumpfen Aufprall gehört habe und dass gerade der Krankenwagen losgefahren ist. 0 Punkte für Team Rot. Die stirbt ist automatisch raus. Kann aber auch sein, dass Raoul gerade nur ein Pflaster vom Knie abgezogen bekommen hat und er noch gar nicht angefangen hat. Das stimmt allerdings. Hört sich schon so ein bisschen an. Sie haben so verdammt gut reden. Raoul hängt da auf 60 Metern Höhe. Zieht! Wir machen blau! Okay? Oder? Okay. Machen wir blau? Ja, machst du ja, blau? Ja, blau. Okay. Er wirkt entschlossen. Er versucht erneut, einen blauen Ballon zum Platzen zu bringen und damit 3 Punkte einzusammeln. Okay, wartet, wartet, wartet. Stopp. Okay, noch ein bisschen. Genau ausrichten, um den Ballon diesmal zu treffen. Er hat die Erfahrung aus dem ersten Versuch. Warte, muss gucken. Ja, ich spring von hier. Jetzt pendelt er noch ein bisschen und dann gibt er gleich das Kommando. Alles Gute. 3, 2, 1, go! Und runter geht's. Trifft er den blauen Ballon diesmal? Nein! Mann! Er verpasst ihn erneut. Fuck! Ey, ist immer ganz knapp. Tut mir leid. Ja, mach dich. Kein Problem, Babe. Stürzt sich mit wildem Geschrei auf diesen blauen Ballon. Und diesmal hat er eigentlich ein etwas besseres Timing. Doch der Ballon wendet sich von ihm ab. Es ist ja ein bewegliches Ziel. Es ist ja kein festes Ziel. Und deshalb umso schwieriger, diesen Ballon zu treffen. Und er entschuldigt sich immer. Ist doch nicht schlimm, Raoul. Du darfst weiterspielen. Er will doch auch nur spielen. Zweiter Sprung. 0 Punkte. 2 Versuche hat er noch. Wir nehmen jetzt grün. Ja! Und wenn ich das treffe, dann müssen wir noch mal Risiko machen. Also jetzt geht er auf grün, bedeutet einen Punkt. Aber das sind mehrere Ballons. Da ist die Chance größer, dass du zumindest einen zum Platzen bringst. Ihr macht das super. Okay. Warte mal, stopp, stopp, stopp. Okay, Moment, das könnte passen. Ich muss noch mal kurz gucken. Aber ihr macht das toll, kein Problem. Alles okay. Global Gladiators hat Raoul verändert. Die Höhenangst ist weg. Okay, das sieht eigentlich gut aus. Er sprach mal davon, in der Kinderachterbahn Angst zu haben. 3, 2, 1, go! Ja, er hat einen erwischt und damit ist der erste Punkt eingefahren. Einer! Haben wir! Yes, babe! So, und hier sehen wir es nochmal schön. Mit dem Spikes vor und da bringt er diesen einen Ballon zum Platzen. Und das ist der erste Punkt für das rote Team, der erste Punkt für Raoul. Ein Punkt und noch einen weiteren Versuch. Oh Mann, ey, mir ist schlecht. Was? Ja, alles gut. Casey ist schlecht. Ja, aber ich musste jetzt noch einen. Komm, den letzten machst du noch. Ja. Blau? Ja. Okay. Auf geht's. Wow. Sie wollen zumindest einmal den blauen Ballon treffen. Es sollen 3 weitere Punkte hinzukommen. Wow, wow. Okay, Moment, stopp. Und dann wäre es für Pietro natürlich schon ein Brett, 4 Punkte hier zu holen. Reicht? Warte, ich guck mal kurz. Raoul will diesen blauen Ballon. Komm, gib mir noch ein kleines bisschen, okay? Weil Ulf und Lilly Raoul ja nur in eine Richtung ziehen können, müssen sie jetzt aufpassen, dass sie nicht am Blauen vorbeiziehen. Dann wäre nur der rosa Ballon übrig. Ja. Ich glaube, hier springe ich. Okay. Ich versuch's. Letzter Jump. Ich bin heilfroh, wenn ich wieder da unten bin. Hau richtig dagegen.
ihr bereit? Ja. 3, 2, 1, go! Letzter Versuch, letzter Sprung von Raoul. Doch der blaue Ballon soll's irgendwie nicht sein. Verpasst ihn zum dritten Mal. Und diesmal ist er relativ weit weg. Keine Chance für ihn, den Ballon zum Platzen zu bringen. Es bleibt also bei diesem einen Punkt aus dem dritten Sprung. Und Lilly kann es gar nicht mit ansehen. Bierschreie von Raoul. Ich glaube, der ist viermal gesprungen, aber der hat keinen einzigen Luftballon getroffen. Nein. Einen hat er bestimmt getroffen. Nee, der hat wahrscheinlich die Augen zugehabt. Naja, wenn das zu Null hier passiert, also wenn er wirklich keinen geil getroffen hat, ändert das nochmal die Situation. Das wäre natürlich lässig, ne? Ja. Für Raoul geht es jetzt wieder runter in Richtung Erde. Er hat's gemacht, er hat's durchgezogen. Und das bedeutet eine große Überwindung. Ich hab's gemacht, ey, ich hab's gemacht. Mama, also, komm mal hier. Ich hab's gemacht. Oh. Jetzt bist du geheilt, oder? Ja. Oh ja. Mal gucken, also ich hätte nicht gedacht, dass ich das schaffe. Also dass ich, ist schon 3, 2, 1 und dann weißt du gleich, geht's, feuert's dich runter. Vielleicht könnte er wirklich nur grün nehmen sollen. Du, die anderen müssen erstmal einen Punkt machen. Die Erleichterung ist so groß. Einen Punkt aus 4 Sprüngen. Rot hat vorgelegt. Und jetzt ist das blaue Team am Zug mit Pietro. Und das ist ja genau die Frage bei Pietro. Schafft er das, was Raoul gemacht hat? Kann auch er seine Höhenangst überwinden? Also der Anspruch von Team Blau ist immer zu gewinnen. Und das ist auch mein Anspruch, sonst wäre ich, glaube ich, nicht hier. Aber ja, es gibt bestimmt den einen oder anderen, der jetzt ein bisschen Schiss vor der Aufgabe hat. Wen er da wohl meinen wird. Noch weiß das blaue Team nicht, wer springen muss, wer der Zerstörer ist. Ich weiß einfach, dass das andere Team mich wählen wird. Aber ich bin Teamplayer, ich lasse mein Team eigentlich nicht hängen. Und deswegen ist für mich alles okay. Alles okay.